glaube, so ist besser. Okay. Schauen wir mal, ob es schon läuft. Okay, wie ich sehe, läuft's. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt ein schönes Wochenende gehabt. Hoffe ich jetzt mal. Ich habe ein bisschen Verspätung. 20 Minuten. Also als 2 Uhr, also ja, nicht so schlimm wie gestern. Gestern war ein bisschen mehr. So. Ist ja Borderlands. So. Es haut ja jedes Mal die Kategorie raus. Gut. Scheint alles angepasst zu sein. Let's go. Wir haben alles angenommen gestern. Gegen Ende. Wir könnten eigentlich jetzt noch schnell das bei Tundra Express machen. Da gehen wir auch hier hin zum Farmhaus. Ist viel näher. Und ich bin auch froh, dass wir diesen Reisepunkt jetzt immer haben. Aber ich glaube, es ist noch nicht freigeschalten. Dafür gibt es eben das hier. Oh. Ich schließe lieber den Controller jetzt an, bevor er dann später wann irgendwann leer geht. So. Sorry. Alles auf einmal. Ich war in den letzten Tagen übelst müde. Und jetzt gestern habe ich mal wirklich, also von gestern auf heute habe ich mal wirklich gut ausschlafen können. Hat mir gut getan. Kennt doch, wie es ist, wenn man immer sagt, ey, heute gehe ich früher ins Bett und dann wird es trotzdem später. Wenn das dann jeden Tag hintereinander passiert, dann sind irgendwann die Reservestunden, Schlafstunden sind dann aufgebraucht. Musste gerade nach dem Wort suchen. So. Habe ich jedenfalls ein bisschen auftanken können. Vor allem hier hat es eine Kiste oben drauf. Wow! Diebler, Lowdown! Nein, das ist badass. So. Ich finde es so geil, unsere Attacke, weil unten steht ja mal 2, jetzt mal 3, also beim Erfahrungsbalken, mal 4, mal 5. Das sind ja unsere Perks, die immer aufladen und das kann eben die Gegner slaggen. Das ist so gut. Okay, ich gehe schnell hier rein. So. Hast es zur Mine geschafft? Gut. Arbeiter sind nicht mutiert. Also nehmen Sie genau, das jetzt ist er schon geslaggt. Easy going. Man muss halt immer wieder warten, bis es aufgeladen ist, aber es wird auch immer besser. Ich glaube, wir müssen hier nur noch eine Stufe machen oder zwei. Dann haben wir es. Wir fahren dann gleich, wenn wir die Mission abgeben und der Sanctuary abhebt, haben wir nochmal die Infinity. Damit wir vorbereitet sind und auch für eine Weile gut ausgestattet. Irgendwo waren Gegner. Ah. Okay. Ah ja. Vom Death Trap ist down gegangen. Oh man. Okay. Schürfer Sieg. Da ist er. Okay, der hat ein bisschen länger.
Als ob die überlebte. Ja, ich besiege mal die Gegner hier. Das war ein schärfer Sieg alleine einfach ist. Nice. Die Hyperion Corporation möchte Ihnen und Ihren Männern $3000 für jedes gelieferte Stück Iridium. Gut. Wir können wieder zurück. Die Mission habe ich ja gestern verpasst, leider. Die einfach überall diese Geschütztürme sind. Je nachdem, was ihr Banditen bevorzugt. Die haben einen Deal mit Hyperion gemacht? Hey, ist nicht schade um diese Idioten. Ich garantiere dir, Hyperion hätte das gleiche gemacht, wenn die Mine erschöpft gewesen wäre. Rede mit Tina, sie hat einen Job für dich. Stimmt, wir müssen ja das noch mit dem Zug machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wäre jetzt zum Farmhaus gelaufen und nach Sanctuary gereist. Zum Glück habe ich sie sich ganz verkackt. Diese Minenbanditen, die du bekämpft hast, verkaufen ihr Iridium gegen Bares. Geh zu dem Bahnhof, wo der Zug mit den Geldern ankommt, und dann machen wir einen schönen altmodischen Zugüberfall. Easy. Oh mein Gott. What? Sollte gehen? Ja. Ja. Die Waffe rattert einfach richtig durch. Vor allem vorne der Lauf, der dreht sich ja. Man sieht es jetzt einfach nicht mehr so gut, weil es zu schnell ist. Die Banditen benutzen diesen Bahnhof, um durchfahrende Züge auszurauben. Und du musst ihn benutzen, um die Banditen auszurauben. Okay. Welch Ironie. Benutze Tinas Dynamit, um den Ausgang zu sprengen und die Gleise zu blockieren. Ja. Nummer 5 lebt! Warum Nummer 5? Ah, vielleicht weil Necromancer der fünfte Charakter gewesen ist, keine Ahnung. Was ich sehr komisch finde, Borderlands gibt es ja jetzt auch auf der Switch. Aber den Charakter Macromancer gibt es dort nicht. Es gibt aber Krieg, also den Psycho kann man spielen, aber den Macromancer nicht so richtig. So, hä? Warum genau einen Charakter wegnehmen? Fast noch überfahren worden. Geldtresore werden freigelegt. Bitte Iridium-Lieferung in Zug laden. Ich höre die ganze Zeit einen Goliath. Gib den Rest von Tinas Sprengladungen auf die Safes und sieh dir das Feuerwerk an. Let's go. Der ist down. Da kommt auch noch jemand. Money! Gut, wir haben genügend Geld. Ah, jetzt kommen wir ja nicht mehr hier durch. Ja, wir müssen jetzt außen drum herum laufen. Ist das ein einarmiger? Ja. Easy going. Wir müssen die Mission wieder bei Tiny Tina abgeben. Dann halt. Wie ich immer hier in dieser Region bergsteige. Vor allem hier oben ist Mordecai. Oder wäre Mordecai gewesen. Aber man kommt gar nicht dorthin eigentlich.
Er beschützt Tiny Tina oder hat. Bis auf, dass wir ihn jetzt zurückgeholt haben. Zum dritten Mal. So. Hast du es hast regnen lassen? Ich so. Erwischt, erwischt. Ah. Erwischt im Zug ist die Hauptmission. Vielleicht haben wir Glück und bekommen ja Level 56, sobald dass wir ja die Infinity wieder farm gehen. Dann kann es ja auch auf dieses Level droppen. Ich dachte, man könnte auch links durchgehen, aber hier ist viel schneller. So. Jetzt kommt dann ein Zug. Oder, ja, Gegner. Hier kann man sehr gut Badass War Kids farmen gehen. Weil hier spawnen sehr viele. Hallo? Genial. So. Gerade optimal. Zigarette ist jetzt auch aus, also fertig. Und jetzt haben wir auch gerade Ladebildschirm gehabt. Perfekt. Sonst muss ich immer ja, Spiel schnell pausieren. Ja, bei was? Immer die Fragerei, aber keine spezifische Frage. Was soll ich machen? So, das ist jetzt der letzte Moment, dass wir Sanctuary noch so sehen. Ah, so. So ungern ich eine Technologie einsetze. Der Kern, den du vorhin angebracht hast, ist fast ausgebrannt. Nimm ihn einfach raus. Ja. Zum Teufel. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dir mein kleines Geheimnis zu verraten. Angel arbeitet für mich. Deaktiviere Sanctuary's Schilder, Jack. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Warum macht sie das dann überhaupt eigentlich? Das ist kein Energiekern! Raiders, die Schilder sind unten! Die Schilder! Gut gemacht, Angel! So, jetzt killen wir ein paar Kammerjäger. Verdammt, was ist los? Hat irgendwas verschüttet? Ah, okay, geht okay, zum Zentrum der Ortschaft. Oh Mann, los! Bringt jemand die Leute? Okay. Hey Leute, ich habe eine richtig schlechte Idee. Scooter, wir machen es wieder sehr schnell wie letztes Mal. Roland, also wenn es so geht. Aus dem Weg! Wow, wir wurden irgendwie weggeschlagen. Genau. Jetzt kommt. Hallo, wir sind ja schon da. Aber wir müssen drumherum laufen, obwohl dass man inmitten durchlaufen könnte. Ja, jetzt wäre es möglich. Lilith war ganz an einem anderen Ort. What? Ich habe das bisher nicht versucht. Halt lieber irgendwo fest. Oh nein! Oh nein! Ja, ah, jetzt müssen wir noch schnell zuschauen. Aber wir sehen uns auf der anderen Seite, versprochen. Gib Gas, Scooter! Mann, das ist einer dieser Momente. Catch a ride! Da ist seine Werkstatt. Ja, voll.
Kaboom! Okay, wir können gehen. Und Claptrap natürlich. Claptrap ist sehr ein Bonus. So, wir gehen einfach. Bei Freehorns, die weit haben wir dann noch eine Mission. Die machen wir als erstes, damit wir vielleicht ein Level Up haben. Das wäre das mit den Öfen verbrennen. Oh. Genau. Hier wollte ich hin. So. Wieder das, bevor wir irgendwen angreifen müssen und dann ja nicht die richtigen Waffen dabei haben. Wow. So schlecht. Bei den letzten Kammerjägern war es genau. Aber ganz ehrlich, diesmal war es viel witziger, euch reinzulegen. Okay. Diesmal hat es nicht gespeichert. Ist immer das Beste, wenn es einfach flüssig weitergeht. Danke, dass du den Köder geschluckt und den Energiekern beschafft hast. War schwer, den Kammerschlüssel aufzuladen, wo doch Rolands Kumpels dauernd meine Iridiumminen angegriffen haben. Was man zum Beispiel jetzt wegen flüssig, dass es flüssig weitergeht, das hat man bei PlayStation 5 gesehen. Zum Beispiel jetzt bei Ratchet. Die haben so viele Welten instant geladen, ohne dass nur ein Ladebildschirm gekommen ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht so von der Szene her gemacht worden ist, aber wenn das wirklich so ist, dass es wie keine Ladebildschirme gibt, oder so ganz wenig, das wäre optimal, Leute. Das wäre richtig geil. Okay, dann machen wir den ein bisschen kalt. Hallo? Ja klar, wir kommen wieder nicht durch. Vor allem die meisten sind schon Level 56, die wir bekämpfen müssen. Ah, da oben! Okay. Ja. Da oben ist auch noch. Jo, aber man muss halt schon auf die richtigen Spots schießen. Dann geht's eigentlich safe schnell. Boah, was war das für ein Uf? Ja. Ah, der andere Ofen ist ja hier oben. Der eine ist hier unten. Ah, hier kommt man gar nicht. Oh mein Gott, wieder sehr viele kleine. Ja. Perfekt. Wow. Nein, ich bin runtergehüpft. Oh, dammit. Bye. Come on! Death Trap ist auch wieder leer. Ich habe irgendwie das Gefühl, Liliths Schild ist nicht so stark. Nein, vielleicht. Ah, es ist ja ganz oben, okay. Schlecht. Gut. Genau. Oh man. Das ist noch der Typ, den wir vorhin verschont haben. Lol.
dass er einfach nicht genug kriegt. Kaboom! Ich dachte schon. Gut, den haben wir schon. Zeit für Roboter-Action! Frostiger Verrückter. Nein, 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 aus dem Weg. Abstand. All diese Verrückten einfach. Abstand. Hey, Harvard. Geht's gut? Wir sind gerade Corona-Vorschriften am Einhalten. Abstand, habe ich gesagt. Fuck, das ist ein Eisener, what? Halt, wie war? Bist erst gerade wach geworden? Mir geht's gut und wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke. Und freut mich. Mal endlich gut ausschlafen können. Genau. Nice. Ist ein bisschen länger geworden. Ich bin gestern relativ mal... Ah nein, stimmt gar nicht. Ich bin so 12 Uhr bin ich schlafen gegangen. Aber hab übelst lange geschlafen am Morgen. Sonst wache ich immer so... Halb acht, acht wache ich meistens auf. Und kann dann nicht mehr schlafen. Aber heute ging es besser. Plötzlich wache ich so 10, halb 11 auf. Let's go. Es tut einem halt auch immer wieder gut. Ah, cool, ja. Ist man immer so wieder aufgeladen. Die ganze Batterie. So. Oh! Oh, nice, was für... Es war natürlich alles geplant, Leute. Als ob wegen jetzt ganz wenig Level. Okay. Ich kann euch schon jetzt sagen, wir werden ja jetzt farmen. Und da muss ich ja immer wieder aus dem Spiel und wieder rein. Falls der Stream abstürzt, bin ich dann wieder gleich da. Der war knapp. Let's go. Vielleicht haben wir Glück und es droppt wieder beim ersten Mal, aber nehme ich nicht an. Nein. Instant Level Up. Die ganzen Waffen sind hier. Ich liebe dich, oder, ja, okay, er hat mehrheitlich Geld. Iridium? Hat er auch irgendwie fast noch nie. Okay, er hat nur Geld und Iridium gedroppt. Wie schlecht. Ey, aber Level Up ist immer gut. Jetzt haben wir auch das komplett voll. Nur noch ein Level und dann können wir endlich Death Trap mit irgendwelchen Elementkugeln abschießen und dann bekommt er diesen Elementtyp und kann die Gegner so, ja, angreifen. Wir werden ihn einfach immer slaggen, dass er die ganzen Gegner einslaggt und wir schießen dann alle mit Infinity ab. Ist einfach so eine gute Kombi. Okay. Jetzt gehen wir schnell aus dem Spiel. Ich hoffe wirklich, das Spiel stürzt nicht ab. Und? Genau, es dauert einfach 1000 Jahre. Ich verstehe auch manchmal nicht, warum das es schnell geht und manchmal dauert es übelst lange. Es muss ja jedes Mal so irgendwelche Dateien überprüfen, zusätzliche Inhalte.
Wow. Danke, Spiel. Wie nett von dir. So. Und go! Jetzt will ich Kleinholz sehen! Gott, Mercy ist eigentlich immer so blöde. Plötzlich macht er einfach, sein Schild weg. Oh, oh, okay. Müssen wir ein bisschen safe spielen? Er ist auch nicht geslackt worden. Ist überhaupt was gedroppt? Wow. Sprung war wieder grandios. Er hat wieder nur Money gedroppt. Was ist manchmal mit den Psychos los? Okay, wir können wieder ausgehen. Vielleicht alle guten Dinge sind drei. Vielleicht. Jetzt geht's wieder schnell. Okay. Let's go. Das war nice. Muss töten, muss töten. Jetzt ist er auch wieder geslackt. Jetzt macht es um einiges mehr Schaden. Irgendwas Blaues. Sieht wie ein Schild aus. Wir haben so Glück gehabt. Gestern oder vorgestern. Ich glaube vorgestern. Wir haben so Glück gehabt mit dieser Waffe. Ja, Granate. Okay, go. Doch nicht alle guten Dinge sind drei. Ja, vielleicht fängt es ab jetzt wieder neu an. Jetzt müssen wir wieder dreimal. Ja, das kommt halt. Dafür ist die Rapid Infinity dann wieder sehr gut. Wir können dann die für bis nach Opportunity gebrauchen. Je nachdem, vielleicht sogar mehr. Ob wir dann ja die Feuervariation bekommen oder halt die Korrosion. Slag wäre natürlich noch besser. Schock ist natürlich wäre auch gut, weil wir halt Schock Feuer machen. Wow! Wow! Was war das für ein Schusswechsel gerade? Ja! Er will gerade nicht gönnen. Einfach gar nicht gönnen. Ja, ist halt so manchmal. Okay, die Waffe sieht auch komisch aus. Ja. Ich frag mich, warum haben wir immer die Bazooka in der Hand? Gut, haben wir noch geschafft. Infinity Farm, ja voll, Mr. Dahlia. Auf mein Befehl. Einfach, dass wir wieder eine Starke haben, die dabei ist. Die ist jetzt wieder ein bisschen im Schwächel. Okay, die haben danach gesehen. Oh, die zieht uns Leben ab. Wow. Okay. Danke, Deathtrap. Ja, grüne Handgranate, warum nicht? Wie gesagt, wenn das Spiel abstürzt,
geht es irgendwie 2, 3 Minuten, dann bin ich wieder da. Außer es gibt wieder diesen Fail mit dem Fehler-Ladebildschirm. Es ist ja ein paar Mal schon nicht weitergegangen. Immer bei 55% ist festgegangen. Dann stürzt schon das Spiel ab und dann kommt das System nicht klar mit dem. Okay, der war schlecht. Oh, my brain. Oh. Ja. Okay, der war gut. Zum Glück. Hätte auch wieder schief gehen können. Warum wird er nicht geslappt? Wir haben ja das auf 5 oder mal 5. Okay, komm. Jetzt ist er gesagt. Buh! Das hat ihn sogar übelst geholfen. Und tot. Für wieder nur Money und weiße Sachen. Also Munition und so. Wow. Wow, okay, wir haben eine Handgranate wiederbekommen. Ist ja auch gut. Ich suche immer zuerst den B-Schild, dann wird es etwas einfacher, um den Doc zu killen. Ja, voll. Ja, voll, das machen wir dann auch noch. Entweder wir machen eher beim Radiosender, weil das DLC machen wir ja eher erst nach dem Spiel. Ja, voll. Das will ich mir eben auch noch holen, das B-Schild. Die zwei Sachen sind einfach zu gut zusammen. Vor allem, wenn das Death Trap auch noch hat, dieses Schild, sind natürlich seine Nahkampfattacken auch besser. Halt, ja, nicht immer volles Schild, das ist halt ein bisschen der Nachteil, aber ja. Wenn er voll hat oder der erste Schlag. Ah, okay. Wow, jetzt bin ich. Okay. Auf ihn! Hab meine neue Stärke! Ey, was ist los? Ey, wir werden richtig schäbig behandelt von Doc. Gerade vorgestern einmal versucht, kommt Infinity. Jetzt kommen grüne Granaten. Blaue Granaten und weiße Pistolen, wow. Genial. Placy ist auch komplett wieder am Durchdrehen. Aber so wie bei No Man's Sky war es nie. Nie mehr. Bei No Man's Sky war es ja wie ein Staubsauger. Oh mein Gott. Oh no, da bekomme ich auch wieder Flashbacks an No Man's Sky. Ich habe so lange gebraucht, bis in die Mitte zu kommen. Und dann jedes Mal, wenn man in die Nähe kommt von der Mitte, stürzt das Spiel ab. Einfach GG. Einfach GG. Einfach genial. Das ist wie Xenoblade. Irgendwas, was ich nie fertig schaffen werde. Weil es nie... Der scheiß Software nicht funktioniert. Das ist so dumm einfach. Bei COD dreht mein Play auch immer durch. Ja, ja. Das sind halt so die einzelnen Spiele. Die es einfach komplett von der Leistung her zum Durchdrehen bringt. Bei God of War war es auch ein bisschen lauter als sonst. Aber da habe ich sie ja, wenn schon, noch verstanden. God of War ist ja übelst grafisch. Eine Herausforderung für Placy. Da habe ich es verstanden, aber No Man's Sky, da wird ja eigentlich immer nur die Welt, wo man reingeht, wird ja gerade generiert. Und alles drumherum, das wird dann nur abgerufen, wenn man halt dorthin geht, also zu den einzelnen Sonnensystemen. Und dann ist das Ziel, in die Mitte zu kommen. Und wenn man in der Nähe von der Mitte ist, stürzt das Spiel. Es ist eigentlich
Es ist ein blöder Moment gewesen, weil eigentlich kommt man zur Mitte, indem dass man die Hauptstory von dem Spiel macht. Weil irgendwann wird man dorthin teleportiert, instant. Dass es einfach weitergeht. Und man kann entscheiden zwischen, ja, dorthin teleportieren oder noch erkunden. Und ich habe gedrückt noch erkunden, weil wir halt noch Missionen offen gehabt haben. Und das war der Fehler. Weil wir hätten so einfach dorthin reisen können, aber ja. Aber was ist das für eine Methode? Wenn das Ziel dorthin fliegen ist, ich verstehe es bis heute nicht. Zehn Stunden später. Bei Xenoblade ist es einfach wegen den AGBs, die geändert worden sind. Ist einfach nur traurig. Ja, voll. Fühle ich genauso. Oh Mann. Ich sag's euch, irgendwann werden wir No Man's Sky wieder spielen. Und da machen wir wirklich Only Mission. Ich habe ja gezeigt, dass ich die Ausdauer, kann man so sagen, gehabt habe, bis in die Mitte zu fliegen. Und es hat ja verdammt lange gedauert. Und wir haben ja nichts anderes gemacht, als irgendwie 2-3 Stunden im Stream gewarpt. Boah, das war jetzt gerade übelst der Audio-Bug. Vielleicht hat man es gerade gehört. Irgendwann, wenn wieder ein besseres Update kommt oder mehr Gegenstände, können wir ja wieder spielen. Weil das Spiel war ja gut. Ich hate es nur, weil ich es nicht fertig gemacht habe oder nicht machen konnte. Nur vor allem Hate. Ich find's einfach nur behämmert. Vielleicht hört ihr die PlayStation. Oh ja. Ja, tut mir leid. Heute haben wir noch einen Gaststreamer. Mein Staubsauger Playsee Hybrid. Der war ja schon bei No Man's Sky immer dabei. Gut altbekannter. So. Komm her, Boy. Oh, sein Angriff. Oh, damn it. Oh, come on. Ey, wir haben jetzt wirklich 3-4 Mal hintereinander einfach grünes Zeug bekommen. Ladegeschwindigkeit. Eigentlich bringt es uns fast gar... Ja, okay, bei den anderen. Aber wir haben in Violett, da kommen mehr Bonus-Zeug. Ich nehme es jetzt mal mit. Eigentlich können wir es ab... Ab meinem Levelbalken können wir es ablesen. Wie lange, dass wir jetzt hier daran, ja, eigentlich haben. Weil vorhin, als wir begonnen haben, haben wir ja ein Level-Up gehabt. Ist eigentlich sehr gut. Hast du auch schon mal im Solo einen Raid-Boss gefarmt? Ja, voll. Also früher. Jetzt mit diesem Charakter gar nicht. Da sind wir jetzt mehrheitlich nur am Durchrushen gewesen. Also ja, okay. Der erste Run war ein bisschen wieder Geschichte erleben und alles. Weil ich habe Borderlands irgendwie vor 3-4 Jahren zuletzt gespielt, bevor ich hier wieder angefangen habe. Und wollte halt wieder die Geschichte ein bisschen so wieder durchgehen und alles. Ach komm. Jetzt wird's wirklich langsam lächerlich. Vor allem, wir haben jetzt 2,5 Balken wieder aufgefüllt. Ach, come on. Ich konnte gar nichts mehr mit Borderlands anfangen, weil ich
so durchgesuchtet habe. Ich habe einfach mit jedem Charakter auf Level 70 alles gemacht. Ich habe auch die ganzen Achievements gefarmt, dass ich 100% habe. Einfach wirklich durchgesuchtet. Und so viel mit Kollegen gespielt und alles, das mir wirklich verleidet ist. Man hat mich wirklich jagen können mit Borderlands. Jedes Mal, als mir ein Kollege geschrieben hat, bist du Borderlands? Mhm. Ich habe so keinen Bock mehr gehabt auf dieses Spiel. Ich musste einfach Pause machen. Oh. Es war zu viel. Es war ein Trauma. Mit der Joke beiseite. Zeit für Roboter-Action! Es war halt ist immer noch ein gutes Game. Weil es halt so gut ist, habe ich so viel gezockt. Bis man einfach jeden Satz auswendig kennt von Jack. Bis es einem wirklich mehr. So. Danke, es ist einfach nur Geld gedroppt. Was? Das war brutal. Hüpfen die so weit nach oben oder war das gerade der Geist hier? What? Manchmal sehr glitchy. Ja, wie gesagt, 10 Stunden später, also es könnte wirklich noch länger dauern. Also wenn es so weitergeht, dann mit Sicherheit. Mhm. Wir müssen mal einen Punkt herausfinden, vielleicht hier. Das kann ich mir eh nicht merken. Ist er geslackt? Zeit für die Super-Roboter-Pedale. Ja, ist geslackt. Ach, come on. Yo. Ja, dann flieg ich runter. Man sieht sich morgen. Ey, das ist halt immer das Nervige beim Farben. Ich könnte jetzt auch einen Zweitspieler noch hinzufügen, dann wäre es ein bisschen besser von der Wahrscheinlichkeit her, aber ich weiß dann nicht, wie meine Playsee darauf reagieren wird. So Stream plus 2 Player-Bildschirm, I don't know. Wow, okay. Könnte sogar klappen. Puh, aber ganz close. Nice. Oh man. Das wir jetzt gerade so eine schlechte Serie haben, wir bekommen einfach so richtig garbage. Ich glaube, es muss halt noch das Ganze ausbalancieren, was wir halt letztes Mal gemacht haben. Die ganze Wartezeit, die wir letztes Mal sparen konnten, haben wir jetzt. Go! Nicht geslackt. Schieß er mal auf die Beine einfach. Ja! Ja! Ja, Mann! Gut! Gut, wir sind fertig!
Ja, Mann, wir haben sie sogar ein Level später bekommen. Geil. Ja, Mann. Oh, ich bin wieder happy. Ja, okay, ich war eh nie schlecht gelaunt. Da gab es schon schlimmere Momente. Plötzlich kommt einfach so noch ein Dialog. Jetzt müssen wir Level gain, aber ist eh nicht so schlimm. Wir haben jetzt sehr viele Nebenmissionen vor uns, also wird das easy going. Abstand! Corona-Vorschriften! Ist immer so komplett am Übertreiben. Meistens, wenn man die Hoffnung aufgibt, spawnt der Loot, ja voll. Ist immer so. Oder wenn man es einfach gar nicht erwartet. Ich liebe dich, Death Trap. Auch der Handgranaten-Mod von Boom und Bew haben wir jetzt auch jedes Mal bekommen und ich wollte eigentlich nie diesen Granaten-Mod haben. Aber ja, mitnehmen kann man's. Ist immer gut. Ich glaube wir. Placey dreht wieder komplett. Vielleicht haben wir noch ein paar Waffen, die wir verkaufen sollen. So. Ja, die haben wir ja gestern noch bekommen. Die bekommt man ja wieder dort bei Arid Nexus. Die lassen wir jetzt noch. Die bekommen wir ja auch dann gleich. Von der Mission mit Marcus und seinen Bildern von Moxie. Was ist das? Ah. Ja, wir können eigentlich die Schilder auch verkaufen. Komm. Ey, wir haben 2 Millionen. Staubsauger, ja. So wie beim Zahnarzt. Oh Mann. Dieses Gefühl einfach immer beim Zahnarzt. Du kannst deine Freunde wieder treffen. Dann hört man einfach dieses Geräusch. Oh Mann. Ah, run. Oh. Wie gesagt, mein größter Gegner ist immer noch das Gelände. Oh, meine Dummheit. So. Ja. Die Tür ist vereist. Schneise. Mach doch auf. Alarm Ragen. Hatte letztens bei einem Gegner 2 legendäre Granaten erhalten. What? Das ist auch nice. Okay. Gerade doppelt ausgestattet. Falls man ganz Herker ist, ist das ja gerade optimal. Instant Akimbo. So, und wir sind wieder hier in diesem, ich sage jetzt mal, Drecksloch. Ich habe von Anfang an Jacks Befehlen gehorcht. Jack hat aus dem Energiekern, den du, mir passt sie wie Fridge nicht so. Ich finde es nicht so eine nice Gegend. Vor allem, weil man immer beklaut wird. Das alles gehörte zu Jacks Plan. Aus dem Weg! Wir sind Kammerjäger! Wir haben eine wichtige Mission zu erledigen. Wir brauchen die Maske von Jack. Das ist die einzige Belohnung, die man gegen Ende bekommt. Jack wusste, dass er mit dem Meridium aus der Kammer ein Vermögen verdienen konnte. Aber er war zu feige, sie selbst zu öffnen. Durch mich hat er die Kammerjäger die Drecksarbeit erledigen lassen. Ich drücke in letzter Zeit immer Viereck, aber es reagiert mit Null. Immer feste Druck! Ohne dich hat Pandora keine Hoffnung mehr. Du hast keinen Grund mehr zu trauen, das weiß ich. Immer diese Abschiedsgeschenke. Aber wenn du davon abhalten willst, den Krieger zu kontrollieren, brauchst du meine Hilfe. Denn ich weiß, wo der Schlüssel ist. Er ist bei mir. Dass sie immer so labern muss. Wir machen einfach einen Spaziergang durch Fridge und sie labert uns zu.
Wir wollen einfach nur nach Sanctuary. Nichts weiteres. Dreamer genervt, ja, wirklich. Schon beim ersten Stream, als ich die Stimme wieder gehört habe, schon war ich eigentlich tilted, aber... Und? Aber jetzt zum dritten Mal... Hey Killer, ich hab die Stadt gefaced. Kleinigkeit. Komm so schnell wie möglich. Und sobald das Angel dann weg ist, hören jetzt wir die ganze Zeit Lilith. Wenn er aufgetaucht ist, kannst du jede Schnellreisestation nutzen, um zu den Crimson Raiders zurückzukehren. Ja, schalt die Mission um. Gut. Fehler. Oh nein. Standort Sanctuary nicht gefunden. Oh nein. Was? Die Zeichenwelle muss Sanctuary aus dem Schnellreisestand gelöscht haben. Okay. Wir kommen nie wieder nach Sanctuary. Nein. Okay, ich sorry. Glaube, ich weiß, wie ich dich zu deinen Freunden zurückschicke. Echt? Ich habe dich nie belogen. Manchmal will ich Zeug ausprobieren und dann check ich erst, oh. Roland, überall hat's unsichtbare Mauern oder Wände. Sie können dir helfen, zu ihm zu kommen. Aber letzten Endes wirst du es sein, der ihn zur Strecke bringt. Woher weiß sie das? Nein, fast hätte man aufs Dach gehen können. Er ist sicher auch eine unsichtbare Wand. Den Fluss zu durchqueren und wir bekommen einfach so Erfahrungspunkte. Allein schon nur, dass ich hier diesen Weg laufe. Man spielt die Story mal nur mit dem Warning-Sache. Ja. Da kann man halt so Herausforderungen machen. Wir könnten jetzt natürlich wieder dorthin laufen und versuchen, dass er das nicht kaputt macht. Aber ich warte jetzt nicht extra für das. Wir gehen jetzt einfach direkt schon hier hin. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Nein! Ja, okay, hat wenig Schaden gemacht. Wegen dem Gelaber. Ja. Ja, oder auch generell am Anfang haben wir wirklich alle ausreden lassen. Sogar Jack, ganz am Schluss. Da haben wir uns noch die Zeit genommen. So. Ja. Easy going. Komm, wegen Necromancer bekommen wir ja immer Leben, wenn wir volles Magazin haben. Und weil wir ja Infinity Gun gerade gebrauchen und die immer einen Schuss hat, haben wir immer Lebenregeneration. Also besser geht's nicht. Boah. Okay, that was easy. Zwar wir sind down gegangen, aber egal. Wir müssen einen Lunar-Versorgungstransmitter stehlen und die Mondbasis dazu bringen, dir eine unkalibrierte Schnellreiseeinheit zu schicken. Damit kannst du Sanctuary wieder ins Schnellreisenetzwerk einspeisen. Kinderleicht. Naja. Ja, kinderleicht. LOL, er ist schon fast down. Grandios, grandios, easy going. Speedrun, ja voll easy, ja voll. Richtig am durchhustlen. Oh man, jetzt kommt schon der Highlands. Müssen wir einfach nur noch schnell diese Runden übernehmen und dann sind wir schon wieder back in Sanctuary. Was ich an euch Schuften nicht kapiere. Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken. Mann, zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Die Stadt brennt, Menschen sterben, bla 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 bla. Ja, mit dem Löffel, I know. Mit einem Löffel. Mit einem Löffel. Und ich lache nur und löffle ihm seine Augen. Er fällt damit aus dem Kopf. Und seine Kinder, also so
Er ist so stolz auf diese Geschichte. Ach, du hättest das sehen sollen. Jedenfalls, die Moral von der Geschichte. Du bist ein Mist. Genau. Er ist immer so nett zu uns. Okay, Overlook. Du hast Overlook gefunden, ja? Dave ist immer noch hier. Oder war das überhaupt Dave? Dank Jacks Bergbauaktivitäten ladet jetzt jeder dort unter Schädel. Jedenfalls der, der hier wohnt. Die armen Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Du solltest den Transmitter dort drüben aufstellen. Sobald die Mondbasis deine Anfrage bearbeitet, solltest du eine Schnellreisestation. Er sendet jetzt die Lieferanfrage. Mondbasis, immer vor Augen halten. Angel, das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du dem Bösen helfen. Angel? Wir haben nicht viel Zeit, bis Jack bemerkt, dass ich ihm nicht mehr helfe. Schütze den Transmitter. Wenn du nicht mal mit diesen Loadern fertig bist. Wir machen einfach Spawn Trap on point. Naja, beschweren kann man sich da eher weniger. Was ist deine Hassmission in Borderlands? Meine Hassmission? Die in Lynchwood, also allgemein in Lynchwood. Es nervt mich einfach, weil man immer so lange dort verharren muss. Aber sonst? So eine Hassmission habe ich eigentlich nicht so. Geh weg. Es gibt halt einfach Missionen, die ich weniger gerne mache. Oder bin ich bei... Vielleicht weiß es ja Hammer und bin ich bei einer Mission speziell mal durchgedreht. Weil ich glaube, ja, manchmal kann man es gut erkennen, wenn ich durchdrehe. Aber ich glaube, so Durchdreher hatte ich eher weniger hier bei Borderlands. Ja, mehr bei... Oh mein Gott! Ja, mehr bei Pokémon Schwarz Edition 2. Da hatte ich Rage-Momente. Hört doch auf! Das war Eigenbau! Das ist doch unerhört! Hör auf! Wir werden komplett überrannt! Wir müssen den Transmitter. Oh man. Okay, jetzt. Beim ersten Run dachte ich jedes Mal. Oh, das ist ja übelst easy. Oh mein Gott. Meine Sawtooth Cauldron. Keine Ahnung warum, aber ich mag die nicht. Ah, das mit den Fahnen und alles. Ah ja. Okay, da geht. Finde Sawtooth Cauldron auch nicht das beste Gebiet. Weil man halt, wenn man nicht alles hintereinander macht oder nicht alles, alle Missionen weiß, wo man durchgehen muss, muss man sehr viel herumlaufen. Also bei Sawtooth Cauldron. Die Exploder nerven gerade so schlimm. Jetzt aus dem Weg! Ja. Ja. Wir greifen noch als erstes die hier an, dass sie keine Arme mehr haben. Von Death Trap. Ja, ja. War das Geschütz, war's. Death Trap wieder mit seinem Laserstrahl. Das ist auch irgendwie buggy. Jedes Mal will er uns angreifen, anstelle, dass eigentlich der Strahl kommt, um unsere Schilde zu machen. So, weg mit dir. Jetzt sind wieder ein paar gekommen. Ja, du weg, du auch weg. So, fall.
Jetzt ist gut, Jack. Hey, wir sollten eigentlich noch Hotspots kommen. Oder Hotloaders. Ich will immer Bots sagen. Übler Loader. Ich habe der Mondbasis die Sauerstoffversorgung gekappt. Genau. Verdammt, Angel, was soll das? Das sind die Bomben. Sie sind willkommen. Okay. Stellt euch jetzt mal vor, wir hatten keine Infinity Gun. Wäre natürlich sehr genial gewesen mit der Munition. Oh nein, es hat wieder Exploder. Und ein Badass. Oh nein, ist ein Hotloader. Die explodieren immer. Achso, macht er so schnell Schaden. Der Transmitter wurde beschädigt. Das ist halt ultimativer Kammerjäger. Oh, du bist gleich da. Du musst den Transmitter nur noch ein paar Sekunden lang beschützen. Ja, jetzt kommt nichts mehr. Die Schnellreiseeinheit ist gelandet. Gib mir eine Sekunde. Oh, wir haben hier noch eine Mission. Was ist das? Ah, okay. Stimmt, ja, jetzt kommt ja die Riesenwand an Missionen auf uns zu. Ja, Mann. Kompletter Rush einfach. Oh, ey, Mr. Dahlia, vielen Dank für den Follow. Ey, sorry, manchmal bin ich im Tunnel und schaue nicht aufs Dashboard genauer. Vielen Dank für den Follow. Ey, ich muss es immer nachträglich sagen, weil ich es immer verkacke. Okay, machen wir die hier schnell. Hey, Lust, ja. Einen Mordfall zu klären? Nein. Ich bin der Marshall hier in der Gegend. Okay. Einer von den Gatter-Vierlingen hat ja den Jungen da drüben abgeknallt. Ich ernenne dich zum Deputy. Ich hör dich nicht. Moxion, Zed um und finde raus, welcher von diesen vier völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Sonst muss ich alle vier hängen und so viel Zeit haben. Ja, es ist der Typ hier. Okay, wenn du meinst. Sorry, Bro. Ich war's, aber ich bereue nichts. Tja, gute Arbeit, Deputy. Barlow dachte, er könnte ungestraft einen unschuldigen Mann erschießen. Aber das war ein tödlicher Irrtum. Oh mein Gott. Danke nochmal. Das war ja so cool. Oh Mann, einfach dreimal sind schon zu viel. Ich wollte wieder gleich einen Kommentar vorlesen. Du musst zurück zu diesem monströsen Krater und mir mein Sessel Krater. Okay. Was fällt dir ein? Einfach im Weg zu stehen? Vor ein paar Jahren habe ich in Moxys Underdome zwei Preise gewonnen. Ah, es kommt auch noch Finde Carsten und so. Mit den das stimmt. Den kommt da ganz am Anfang. Mir egal, ob ich die Waffen wiedersehe. Gefühl, aber falls du sie willst, musst du Carsten in der Dust finden. Hä? Du fragst dich, wieso ich nie sonst ins Feld ziehe. Die Antwort lautet: Was ist dein Badass Level? Deine Pistole hat eine hohe Feuerrate. Stimmt, das habe ich dir auch gar nicht gezeigt. Es ist einfach alles so viel, dass unten möglicher Elementareffekt schon abgeschnitten ist. Und ich glaube, es gibt noch andere Statistiken, die nicht angezeigt werden. Weil eben, der Badass-Rang zeigt, wie lange dass ich das Spiel schon gespielt habe. Wir hätten eigentlich 2000, die wir wieder einlösen können. Und wir machen schnell. Wenn man immer so macht, dann wird immer, zu oberst kommt immer diese Statistik, die am wenigsten Punkte hat von allen. Also da muss man sich nicht immer Gedanken machen, wenn man alles ganz gleichmäßig haben will. Man kann einfach X spammen. Ganz einfach. Gigi, ich habe alles auf plus 2,
plus minus 222%. Nice. Genau gleich eigentlich. Mein Rachedurst fordert, dass ich ihn töte. Da, komm, gib den heute, Arm. Mein Freund, wirst du der Arm meiner Rache sein. Ja, ah, tschüss. Ich hoffe, der Geruch meiner Extremitäten wird ihn aus seinem Versteck locken, um es zu Ende zu bringen, sozusagen. Fridge müssen wir auch noch gehen. Wegen Lane. Wegen den Pizzastücken und ja, generell wegen Scooter. Ich. Shorty muss sterben! Der Hurensohn hat eins von meinen. Ah, ja, okay. Vielleicht muss ich da noch schnell jede Mission durchgehen, bis alle aktiviert sind. Diese Kristallisken sind schon rechte Bastarde, was? Wissenschaftlicher Ausdruck. Wenn du herausfindest, was sie so in Rage gebracht hat, bin ich bereit, dich in barer Münze zu entlohnen. Bildlich gesprochen. Ich werde dir natürlich viel mehr als nur eine bare Münze leider bezahlen. Muss ich sagen, mir gefällt einfach die Redewendung. Ab zu den Caustic Caverns mit dir. Die Stadt ist jetzt vielleicht sicher, aber was? Nein, ist sie nicht. Oh. Sorry. Jetzt kommt das Wildtierreservat. Endlich! Endlich, endlich diese Mission, die ich schon immer haben wollte. Wir brauchen. Ah, wir müssen mit Tennis reden. Dabei kann ich euch helfen. Wir werden jetzt jede Mission machen hier, außer die Mission, die ich jetzt annehmen werde. Risiken und Nebenwirkungen. Absolut beste Mission. Die ist so innovativ mit Storyline und... Okay, sorry. Nein, aber sie ist wirklich praktisch. Ich zeig's euch dann, falls wir heute dazu kommen. Weil, ja, die Hauptstory wird jetzt halt ein bisschen pausiert. Es ist halt einfach gut zum Farmen. Wegen dem meinte ich. Der Kammerschlüssel befindet sich in meinem KI-Kontrollkasten. Ist Geburtstags. Geschützt durch drei unpassierbare Sicherheitshürden. Das erste ist ein Feindabschreckungsfeld, das jedes Nicht-Hyperion-Mitglied auslöscht, das passieren will. Feindabschreckungsfeld? Sowas wie eine Todeswand? Doch, ich hab eine Hassmission und das ist die ganze Geschichte. Nein, Spaß. Also ja. Es dauert einfach so lange, das Ganze durchzuhören. Ein Verteidigungsbunker mit den modernsten Hightech-Waffen, die Hyperion sich. Glaube ich, drehe mir schnell eine Zigarette. Das klingt nicht gut. Hinter dem Bunker wartet die letzte Hürde. Eine Tür, die sich nur für Handsome Jack öffnet. Das klingt noch übler. Das ist eure einzige Chance, den Kammerschlüssel zu stehlen und Jack davon abzuhalten, den Krieger zu kontrollieren. Die Zeit wird knapp. Macht, was ihr wollt, aber versprecht mir, was auch passiert, lasst Lilith keinesfalls in meine Räume. Ah nein, das wird wahrscheinlich heute heißen, nichts mehr verdammt. Mit Wildtierreservat. Falle locken, hätte sie das Ganze nicht als praktisch unmöglich hingestellt. Wir haben ja schon halb vier. Wenn ihr die Schlampe killen, What? Bin ich dabei. Falle hin oder her. Wenn jemand sie abschalten kann, dann du. Mach dich auf ins Hyperion-Reservat. Ich glaube, ich weiß, wie die erste Hürde zu überwinden ist. Wegen Roland geht Bloodwing drauf. Gar nicht gut. Okay, ich höre aber jetzt noch schnell die Mission durch, damit wir das... das haben wir schon. Ich hab Geburtstag. Vor 7 Jahren bin ich vom Band gerollt. Tu mir einen Gefallen und verteil die Einladungen für meine affengeile Geburtstagsparty. Und beeil dich, wir legen jede Minute los. Nein, man muss die Einladungen nehmen. Oh, man. Ja, okay. Ah, das haben wir auch schon. Ah, der Clan-Krieg kommt ja auch jetzt. Das haben wir auch schon. Hey Süßer, ich okay. Hab einen Job für dich. Komm doch mal bei meinem Laden in the Dust vorbei. Okay, das war schön direkt und kurz. Hä? What the hell? Ich bin so hier eben am Drehen. Und plötzlich klebt einfach der Filter so übelst fest am Papier. So. So, ich mach so
jetzt noch dreiviertel Stunde, halbe Stunde. Und dann mache ich wieder Pause. So maximal für eine Stunde. Und dann kommt wieder Mario und Luigi. Werden wir dort weitermachen. Ich habe gestern so Frust gehabt, weil wir ja plötzlich so beim Hindernis von dran gestanden sind. Nur weil irgendwie die Tastatur nicht richtig funktionierte. Das hätte gestern das Aus bedeuten können für die Serie. Aber Glück gehabt, dass ich es noch ein bisschen angeschaut habe wegen der Steuerung. Aber was ich bis jetzt immer noch nicht verstehe, ist, warum das Q, also bei der normalen Tastatur, warum Q als B zählt, wenn es nicht mal eingegeben worden ist. Das ist so richtig, hä? Kein Wunder, hat es nie richtig reagiert. Rauchst du auch manchmal Pfeife? Also manchmal ist es übertrieben. Ich hab schon, aber wenig so. Ab und zu hat ein Kollege mal dabei gehabt, so eine Tabakpfeife, so in den Ferien mal. Aber sonst generell ja immer so Billo-mäßig mit den kleinen Filtern und den kleinen Papes. So, ja, wenn wir jetzt... Kalte Schulter. Kennst du meine Freundin Lainey? Mann, die ist perfekt. Blond, heiße Figur. Freundin, mein Verwandt mit mir. Heiße Figur. Tentakul. Diese Fritz-Ratten haben mir eine... Ich meine Shisha als Pfeife. Ah. Du musst dir diesen Kannibalismus-Scheiß austreiben. Ich will nicht gebissen. Also nie aus mir selbst heraus. Ich bin auch sehr selten so Shisha-Bars oder so. Also eher weniger. Ja. Aber früher so in der Party, im Freibad haben wir manchmal ja da Shisha geraucht, aber eher weniger. So, vielleicht ist das auch noch von... Ah, das haben wir. Sind das jetzt alle gewesen? Oh. Riesen neben... Es mag Leute geben. Okay. Ich gehöre nicht dazu, die Slack-Experimente für unmoralisch halten. Die dir nicht wie ich einen Batzen Geld für die Lieferung von... Ich habe mir heute einen neuen gekauft. Solche Leute sind einfach nur dumm. Ist immer Game Over. So, der erste Tag ist natürlich gut, wenn Tabak frisch ist und alles. Aber zum Anzünden und dass er immer wieder erlischt, ist es ekelhaft. Ich frage mich, warum... Und das ist eigentlich auch das Gewicht ein bisschen strecken, wenn man mich fragt, wenn man ja noch Feuchtigkeit drin lässt im Tabak und es halt so abwiegt. Eigentlich sollte man drauf, ja vorne auf der Verpackung drauf packen, Feuchtgewicht und Trockengewicht, dass man das besser nachvollziehen kann. So. Von extremer Paranoia habe ich meine Aufzeichnungen zur Öffnung der Kammer versteckt. Alles Highland. Und prompt vergessen, wo. Während ich mir die Haare raufe, wirst du diese Protokolle für mich finden. Ein Ex-Freund von mir namens Taggart sollte vor einiger Zeit die Stalker-Population ausrotten. Zudem machte er sich daran, ein Buch über seine Abenteuer in den Highlands zu verfassen. Du darfst als erstes, ja. Finde die Kapitel seines Buches, damit ich draus abschreiben kann, was das Zeug hält. Ah nein, wir haben noch die Geburtstagsparty. Oh man, die habe ich jetzt wieder vergessen. So. Hey Mann, Roland möchte wohl, dass du in Overlook nach dem Rechten siehst. Vielleicht kannst du den Leuten dort helfen oder so. Die Bewohner wurden nach dem Ausbruch des Schädelfrosts in ihre Häuser gesperrt. Jede wette, dass sie deine Hilfe brauchen. Wir kommen um die Ecke und er macht so die ganze, hält die ganze Zeit die Servietten. Was ist, wenn wir jetzt die Mission nie mehr weitermachen? Bleibt er bis ganz zuletzt, bis ganz am Ende so? Es hat sogar QR-Codes. Hä? Was? Okay. Vielleicht wäre der QR-Code sogar ein Secret gewesen.
je nachdem, wenn man ihn einscannt, kommt er vielleicht in der Seite. Oh mein Gott. Noch schnell die andere Mission anhören. Armageddon. Oh nein, die haben wir schon. Okay. Ne, fragen wir jetzt noch alle. Oh, jetzt sind wir schon das dritte Mal hier reingelaufen. Ich verstehe nicht, warum. Claptrap ist ja eigentlich von allen Leuten hier der friedlichste. Ja, okay, alle sind ja eigentlich ein bisschen irre, aber egal. Er ist wirklich der harmloseste. Du? Oh, tut mir leid, ich kann leider nicht. No problem. Aber nein, nicht, dass er auf Dominik verlassen hat. Er hatte auch eine strenge Nacht hinter sich. Schließt euch dem Kammerjäger an! Nein! Nein! Komm zurück, Kumpel! Es ja. Ist Zeit, dass die Party steigt! Eigentlich hätte ich das Ganze, was ich vorhin gemacht habe, mit verschiedenen Missionen anhören und so, hätte ich eigentlich während der Party hier machen können. Würde sogar von der Zeit her ausreichen. Ja, okay, vielleicht würde es sogar länger dauern, alles anzuhören. Vor allem hier ist noch das Echo, was dann später eingesammelt werden muss. Ah, wir müssen noch Pizza. Ich sage jetzt lieber nichts dazu. Die haben sich bestimmt verlaufen. Hier ist schwer herzufinden. Ja, voll. Oh, hier wachsen ja sogar Pilze. Unterhalte dich ruhig mit niemanden. Es ist Pizza da, falls du Hunger hast. Die Pizza ist ein bisschen kalt. Die Musik auch dazu. Host. Host, Host. Wir wollen Level 57 werden, hilf uns dabei! Gefällt dir die Party? Und so der Geduldfaden reißt. Ich will keine Pizza! Ich will Level up! Läuft's. Ja. Tja, das war's dann wohl. Danke, dass du zu meiner Party gekommen bist, Untertan. Ich glaube, ich hab viel zu viel. Eigentlich voll traurig, ja, wirklich. Es, eben, wegen dem frage ich mich auch, weil Claptrap ist ja eigentlich... Eigentlich nicht traurig, er findet es ja gut. Da denkt man so, oh nein, es ist so schlecht gewesen. Das war die beste Party meines Lebens. Genau. Roboter haben ja zum Glück keine Emotionen. Oder nur eingebaute. Vorprogrammierte. So. Das. Wir gehen einfach von oben nach unten. Jetzt gehen wir als erstes zu diesem Gefängnis. Und gehen zu diesem Friedhof, um diesen Showdown zu machen. V
Vielleicht wird es wieder so easy wie letztes Mal. Haben wir ja beide instant weggehauen. Danke, dass du mich besuchst. Ich habe ein gutes kleines Projekt für dich. Oh, wegen der Mission. Zwischen den Hodangs und den Sephords tobt seit Jahren eine idiotische Fehde. Und ich glaube, die Welt wäre ein klein wenig besser, wenn sie alle tot wären. Oder zumindest eine der Familien. Schnapp dir den Sprengstoff und die Familienwappen. Die Wappen findest du auf dem Schrottplatz. Ist gerade Glück, das ist mein Plan. Du begibst dich auf Hodang-Gebiet, machst dein Ding. Damit meine ich eine Menge Leute abknallen und dabei verdammt gut aussehen. Hä, wo ist das Zeichen? Und hinterlässt das Sephord-Wappen als Visiten. Warte. Dann düst du zum Sephord-Gebiet in den Highlands und machst das gleiche mit dem Hodang-Wappen. Wie klingt das? Ich wollte eigentlich noch nicht diese Mission, aber es hat jetzt aktiviert, weil Ellie plötzlich das Gefühl gehabt hat, alles dreht um sich. Um ihr. Wieder sehr gutes Deutsch. Genius wieder. Das hast du schon vorher gesagt, Mann. Hä? Die Hodangs haben das okay, das war so richtig klein. Und sie stehen auf der Revolver, weil sie schlagt das Wappen der Sef. Jetzt geh mit dem Zeug zur. Sag nicht, was wir zu tun haben. Ah, das ist gar nicht die Mission. Hier kommt man ja hin wegen der Bellen. Stimmt. Einfach nicht fahren und rauchen gleichzeitig. Ah, stimmt, wir müssen ja drauf jumpen. Drängen sie uns noch ab. So. dass das wirklich funktioniert hat. Ach komm. So. Die dummen unsichtbaren Wände die ganze Zeit. So. Oh nein! Wo ist die Kiste, Carson? Was war das? Hörte sich an, als würde so ein Hyperion-Penner versuchen, mich auszuquetschen. So hat sich's doch angehört, oder, Bruder? Absolut, Bruder. Du solltest... Mavis, nein! Gertl ist auch hinter dem Schatz her. Mist. Er ist ein Hyperion-Gangster, korrupt bis zum Anschlag. Alles sind hinter großen Schätzen her. Oder verfluchte Schätzen. Ah, hier ist der... die Ausgangsstelle. Schnell weg. Das ist ja schon ein geiles Gebiet, aber manchmal die Banditenfahrzeuge sind ein bisschen nervig. Ich finde die Glitches in dem Spiel auch zu geil, ja. Ja. Vor allem wenn Gegner wegspicken. Das ist übelst lustig. Oder Death Trap dreht manchmal übelst komisch durch. Greift die ganze Zeit den Boden an. Das ist bei Opportunity zum Beispiel. Nice. Ein kleiner Sonntagsspazier, vor allem Sonntag. Ah, hier kommt man nicht drauf. Einfach weiter rennen. Mhm. Ah, wer spawnt denn hier? Gunloader. Jetzt kommen die Badass oder die normalen Warloader. Oh nein, Explosion. Hä? Er ist irgendwie nicht hinterhergekommen. Luft kleben, ja. Durch den Boden laufen oder in der Luft kleben, ja. Aber halt einfach die unsichtbare Wände, die sind eher viel. Die verderben einem immer so der Erkunderspaß. So, oh nein. Aber auch die Glitches, die man mit den Waffen machen kann. Zum Beispiel, dass man über gewisse Barrieren drüber springen kann. Zum Beispiel mit dem Gunserker und mit zwei Bazookas. Finde ich übelst nice.
Wenn man ganz ehrlich kann man einfach Digistruck übelst cheaten. Bei Digistruck, für die, die es nicht kennen, Digistruck ist so ein Parcours, wo man ganz am Schluss vom Spiel so machen kann, um es halt noch eine Herausforderung zu haben, falls man wirklich Max-Level ist und auch sehr gute Waffen hat. Und da gibt es halt OP-Level 1 bis 9 oder bis 10. Ah, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr so genau, wie viele Stufen das hat. Jedenfalls eine gewisse Anzahl. Und bei beim ersten Parcours gibt es nur einen kleinen Abschnitt. Und das wird dann von Mal zu Mal, von jedem OP-Level wird das dann immer mehr. Und beim letzten OP-Level gibt es halt den ganzen Parcours mit Endboss. Und dieser Endboss, der droppt meistens immer Perlmut-Waffen. Also eigentlich fast immer, wirklich. Und dass man nicht alle OP-Level durchspielen muss und so, kann man mit dem ganzen Erker, mit Akimbo, zwei Bazookas, kann man vor diesem Tor stehen, wo dann anschließend der Boss kommt, und kann man einfach drüber sich katapultieren. Es ist einfach so GG. Und man muss halt wissen, wie man es machen kann, aber wenn es dann geht, ist pretty good. Das ist einfach nur geil. Instant Schild aufladen, 9999k Schaden mit Zero oder super schnell durch die Maps laufen mit Kommando. Ja, voll. Also meinst du bei Digistruck? Also mit Zero bei Digistruck ist super, aber bei Digistruck kann man leider ja nicht durchrennen. Nein! Schade. Also man hat eben ganz Erker und kann so einzelne Passagen oh man. Immer der Bildschirm wird betroffen von diesen Spider-Ants. So. Ah, hier ist es nicht. Es war, glaube ich, hier. Ah, doch, es war. Schon seit 3 Stunden, dass sie jemand ausbuddelt. Woher kommt eigentlich der andere Typ? Ah! Her damit! Finger weg von dem Schatz, Banditen! Verdammt, Kammerjäger! Du hast dieses Hyperion-Arschloch hergeführt! Okay, da ist der andere Typ. Eure Waffen fallen und okay, dann machen wir es so. Hab eine bessere Idee, Arschloch. Wir ziehen alle, wenn die Kirchenglocke zum dritten Mal schlägt. Ein flotter Dreier der anderen Art. Gut. Oder einfach Double Kill. Der ist schon down. Als ob. Ja, geil. Patrol Barrack. Ich möchte dieses Gewehr, Daddy. What? Ah, die haben wir auch schon gesehen. Ah, verstreut ist die sehr gut. Ja, wir behalten die mal, komm, warum nicht? Haben wir einfach noch eine Legendäre bekommen? Geil. Ich hoffe, du nutzt sie. Ja, hier mehr Erfahrung, ja, ja. So. Jetzt kommt. Ah. Das ist gar nicht als erstes. Wir müssen eigentlich dorthin. Weil Clankrieg. Reicht es jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz. Gehen wir im Schnellkosti Caverns. Ist auch gut. Beziehungsweise als erstes Sanctuary Hole. Damit das mit dem Tresor passiert. Geil. Sind wir wieder gut ausgestattet. Vor allem noch ganz wenig Erfahrungspunkte. Dann haben wir Level 57. Sanctuary Hall ist, glaube ich, weiter unten. Ja. Ah, gibt's gar keinen Reisepunkt. Wir müssen Freehorns Divide. Und dann halt schnell dorthin fahren.
Ich warte einfach auf die Stormy Sniper. Das ist absolut einer von meinen Lieblings-Sniper hier in diesem Spiel, weil sie halt einfach übel strong ist. Man muss halt nicht mal genau zielen. Man kann auf einen Punkt schießen und dann entsteht dort eine Gewitterwolke, die halt jeder Gegner im Umkreis ja, elektrisiert. Ist einfach OP. Einfach OP. Generell, Macromancer kann ja ihren Schild mit Death Threat laden. Nehmt den Schild runter, geht zu Schnellreise, Gebiet wechseln, aktiviere den Roboter, wart, bis er den Schild ladet und sobald du den Laser siehst, Schnellreise aktivieren und reißen. Je öfter du das machst, umso schneller laden die Schilde. Also, dann auch, wenn man das Spiel wieder geschlossen hat und dann am nächsten Tag wieder spielen wird, weiterspielen will, macht es dann immer noch oder muss man das dann jedes Mal machen? Ist eigentlich auch noch... Das ist eigentlich ein guter Glitch. Für Digistruck könnte das sehr, sehr gut ja, helfen. Ja? Ich bin manchmal so lost, wenn ich die ganze Zeit die ja, erforderlichen Missionen suche. Wow, okay. Das war jetzt natürlich auch noch mit unserer Fertigkeit dazu. Okay, so stark ist sie auch nicht. Okay. Fürs Erste reicht es jedenfalls. Aus dem Weg! Come on! Okay, wir gehen einfach direkt dem Tresor hinterher. Nein! Das Ganze... Nein, jetzt bin... Kommen wir hier noch raus? Ja klar, wir können uns... So kommen wir. Komm schon. Hör, hier war ein Borderlands-Zeichen, habt ihr es gesehen? Wait, what? Also die Borderlands-Zeichen sind ja an sich selber schon sehr gut manchmal versteckt, dass man wirklich jeden Winkel durchsuchen muss. Aber dass es hier unten direkt ist, so ganz an der Wand dran. Man vielleicht von außen sogar. Aber wie unglücklich war dieser Fall gerade? Ich finde es so nice an diesem Spiel, dass es keinen Fallschaden gibt. Ihr glaubt nicht, wie mehr ich oder wie nichts anderes als Fallschaden ich hasse bei Minecraft. Oh mein Gott. Ich hasse es einfach bei Minecraft. Ich glaube, bei keinem Tod bin ich so viel mehr oder bei keiner Ursache bin ich mehr gestorben als bei so Sachen. So. Findet den Safe. Gehen wir schnell zu Blue. Beim anderen ist, glaube ich. Jetzt müssen wir nochmal hier. Ah, die Hinweise müssen wir aufnehmen, okay. Mrs. Harchek, heute hat ein Berg am ist ja das meiste auf dem Weg. Ey, Olana. Hallo, hallo. Welcome. Geht's gut? Wow. Ich glaube, sie hat noch nie zuvor einen Menschen. Die Blasen sind ja auch Geistiere. Gerade noch rechtzeitig gekommen. Wenn jetzt noch so. Diese Mission hier erledigen und dann gehe ich mal langsam in die Pause. Immer neu machen, wenn du das Spiel beendest. Ah, okay, das ist halt ein bisschen ungünstig. Geht der Effekt verloren. Mit Pangolien, Schilden und dem Glitch bist du fast im God-Mode. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Gegner mit mehr... wenn der Gegner mehr Schaden anrichtet und als dein Schild abhalten kann, erhältst du Schaden. Gottverlassenen Planeten entsandt, um Kristalle abzubauen. Eben, was man alles so für Techniken anlegen kann, das ist so wahnsinnig. Das macht auch halt dieses Spiel so gut aus. Man hört immer so komische Geräusche hier. Ja,
Hallo. Wie er sich gerade bewegt hat. Sehr authentisch. Komm nochmal. Laufbandsimulator. Ah. Da, wo sind sie? Du hast den Safe gefunden? Oh, vor allem, es gibt immer nur so eine extra Box. Ja, wir wissen ja, wem wir diese Bilder geben werden. Natürlich Moxie. Außer du bist in Lilith DLC und die Arschgeigen schießen durch dein Schild, weil gefühlt alle einen Trespasser-Sniper haben. Oh Gott. Okay, ist dann. Das ist dann schon ärgerlich. Aber für das größten Teil von dem Spiel. Okay, es war auch wieder gut Deutsch. Ist ja eigentlich. Wird es sicher effektiv sein. So. Perfekt. Nur noch diese Mission plus das mit der Lore. Und dann haben wir schon. Wo war das nochmal? Krallentrescher. Der Name fand ich immer schon gut. Trash passt wirklich sehr gut. Übelst die Trasher. Ist halt ein Buchstabe, der anders ist, aber sinnbildlich immer noch das gleiche. Vor allem Terramorphos. Werden diese Kreaturen nicht für sie jagen. Punkt. Sicherheitsoffizier Booth, Ende. Miss Booth, muss ich Sie wirklich an Ihren Vertrag... Ich sage das nur einmal. Ihr sollt die Gesteinsbrocken zum Mineralzentrum... Ah, hier kommt man noch nicht durch. Leider noch nicht. Das Iridium abliefern. Auf der kleinen Insel ist eine extra Red Chest. Es geht, ich habe einen Glitch so lange gemacht, dass sich es sich in Grenzen gehalten hat. Ah, okay. Ja, und wegen den Waffenkisten. Lana, du weißt doch. Das hast du ja jetzt die letzten Tage gesehen und ich renne ja eigentlich meistens nur durch. So, die gerade wirklich auf dem Weg liegen. Das ist halt die Mission umgewechselt. Gehen wir hier durch. Na, eben hier ist ja gerade eine. Aber es ist eben immer Müll. Ich habe so meinen einzelnen Hotspot, wo man alles herbekommt. Bei Risiken und Nebenwirkungen. Beste Mission einfach. Ja, ist gut. Andere haben auch Schusswaffen, Herzchen. Und jetzt, sofern niemand aus dem Team der verstorbenen Miss Booth Einwände hat, bringt mir die gottverdammten Kristalle! Ah, die korrupten Geschäftsleute immer. Ja, hello and welcome to the new Minecraft stream. We are now mining in the mine. Sehr Minecraft Easter Egg in Cock. Ja. Jetzt noch die legendäre Sniper. Wäre natürlich gut. Hello? Es zischt irgendwie. Ja, jetzt ist hinter uns schon. Ja, sie gehen ja eh down. Immer die Selbstmörder hier. Ah, und noch ein Kristall ist gespawnt. Ah, ist noch einer, komm. Ah! Nein, genau jetzt! Okay. Da kommt der Boss! Wo ist eigentlich die Schwachstelle? Gar nirgends, oder? Wir haben wegen dem Badass Creeper ein Level abbekommen. Ja, nice, endlich. So. Also, hab ja noch einen Kopf aufgehoben. Na, den haben wir auch schon. Schade.
aber auch wirklich schade. Eigentlich gar nichts, wir haben jetzt alles. Oh, endlich. So. Nein. Gerettet. Ah, es macht schon um einiges mehr aus. Oh, warte kurz. Das ist eine alte Dahlmaschine. Ah, hier. Noch fast vergessen. So. Hab ewig gebraucht, bis die Blockhead mal gedroppt ist. Was? Ist ja eigentlich immer, man muss, also, du meinst einfach für den zugehörigen Charakter, oder? Weil der Kopf sollte eigentlich immer droppen. Weil der Kopf kommt immer vom Badass, wenn man ihn besiegt. Außer er zerstört sich selber, dann kommt der natürlich nicht. Aber bei Skins hatte ich mehr das Problem. So, jetzt kommt Durchsage. Ey, was fällt euch ein? Wir sind hier nur unsere Arbeit am Verrichten. Yo! Genau. Ich glaube, ihm war es gerade gar nicht wohl, dass wir hier stehen. Ne, die Shotgun. Okay. Die schießt 9 Kugeln in einer Blockform und haut gut rein. Okay. Ich dachte wegen dem Kopf. So. Es geht weiter. Das ist auch Tennis immer wieder unsere oder die Geschichte erzählen muss. Ah. Oh, jetzt kommt wieder. Oh. Ist ja gut. Ist ja gut. Sie wollen den Weg komplett versperren. Lass meine Lore durch, ich bin Arzt. Jawohl. Wir haben einen schwer Verletzten. Oh, oh. Oder fast einen schwer Verletzten. Ah, Malaria. Okay, alles ist gut. Wir haben Insektenspray. Namens Infinity. Beste Marke. Vor allem Marke ist ja Vladorf eigentlich. Irgendwie habe ich ein ganz ungutes Gefühl. Es ist zu ruhig. Zu ruhig. Und dann kommen alle Käfer wieder. Naja, lass uns nicht beeindrucken. Okay, hier ein Geschenk. Wow, was war das für ein Audio? Irgendwo ist eines. Es wäre gerade ein Badass gewesen. So langsam brauchst du eine neue Infinity, oder? Die hat er sich gerade erst gefarmt. Ja, voll. Ich habe eben die ganze Zeit die hier nicht gebrauchen können, weil sie 57 war. Und vorhin, gerade weil ich mich gefreut habe, konnten wir sie austauschen. Ist gerade eine neue, zum Glück. Weil vorher war es schon ein bisschen wieder am Stocken, also nicht gerade so stark, wow, einen halben Meter. Ich hätte einfach nur ein bisschen mehr fahren sollen. Aber da schaue ich schon immer drauf, immer eine neue Infinity. Ist halt ein bisschen schade, dass nicht eine Feuer-Infinity rausgekommen ist. Aber das spielt jetzt in unserer Situation gar keine Rolle, weil wir haben sehr lange gebraucht heute für diese Infinity überhaupt zu farmen. Ja, okay, es könnte auch schon noch ein bisschen länger dauern, da hatte ich schon größere Farmserien. Aber wir hatten es auch kürzer wie vorgestern, als ich es ja einmal probiert habe und dann hat es schon ja gedroppt. Ja, hat er es gar nicht down.
Nein, kein Badass. Ich weiß, es wäre sicher gut, die Badass ausschlüpfen zu lassen. Dann kommt man sich auch guten Drop. Aber egal. Der Satz von Metro. Oh nein. Wir tanzen ein bisschen. Au. Ja. Hey. Oh mein Gott, nein. Nein. Ja, okay. Einfach auf das Hinterteil schießen, dann geht alles. Upsi, ah, kein Problem. Mit Anarchy willen auch Badass, kein Problem. Du kannst es einfach nicht lassen, Lana. Ist halt so, man muss sich halt manchmal damit abfinden, dass andere Methoden haben zum Spielen. Das ist so jedes Mal, wenn du dabei bist. Oh. Nice. So, jetzt nur noch das letzte Echo. Das ist eigentlich direkt hier. Ich glaube es. Bin mir nicht allzu sicher. Lass mir doch meinen Spaß. Ja, ich weiß, du bist ja auch nur ein Trick an. Gut, ey, wir sind Costi Kevins durch. Das ist Karma. Das hat nicht gesund geklungen. Das war ziemlich düster. Nein, Kinderhörbuch. Sie wollen uns nicht gehen lassen. Ist doch gut. Wir kommen das nächste Mal ein bisschen länger. So. Gut. Leute, dann würde ich auch sagen, wir machen hier mal einen Schlussstrich für heute. Für dieses Projekt hier. Wir machen dann morgen weiter mit Borderlands. Jetzt gehe ich schnell in die Pause. Und dann, ja, so dreiviertel Stunde würde ich zurückkommen. Und dann würden wir Mario und Luigi Superstar Saga weitermachen. Weiter zocken. Okay. Hamon ist auch wieder back. Oder sicher die ganze Zeit ein bisschen lurken gewesen, oder? Auf der Map habe ich einen grauen Fleck. Auch wenn ich die Stelle mit dem Dalminator entdecke, eine Ahnung, wo das sein könnte. Auf dieser Map? Also bei Costi Kevins? Also vielleicht das hier? Also meinst du hier unten? Haben einen guten Appetit. Danke, Hamon. Danke. Jo, genau in der Mitte. Ah. Vielleicht hast du eine Mission nicht gemacht und das war eine Mission, wo man in Sawtooth Cauldron verschiedene Gegner besiegen muss. Also es spielt keine Rolle, welche genau. Man muss einfach Gegner killen, dann kommt eine Karte raus und die Karte führt einem dann hier hin. Man muss so wie ein Posten laufen, abgehen, muss alle Hinweise, alle Schalter finden und dann wird ein Fahrstuhl freigeschalten, wo man hier raufgehen kann. Die Mission machen wir dann eh auch noch. Ja, war meistens lurken. Aber ich höre dich wenigstens. Ja, voll. Das weiß ich auch. Also, bei dir ist es aufgedeckt. Ja, voll. Also, wenn du das ganz in der Mitte meinst, dann ist es der geheime Bereich in dieser letzten Mission. Die kommt relativ gegen Ende. Also, bevor dass man ja eigentlich bei Sawtooth Cauldron ist. Nee, das ist ja die Quest für die Dalminator. Hab's gemacht, aber war trotzdem unentdeckt. Ah, stimmt, das ist ja Dalminator. Das ist aber komisch. Ich frage mich jetzt gerade, ob... Und beim unteren Raum warst du? Also, dort... Was?
Beim unteren Raum warst du, wo ich gerade vorhin drin war und noch das Iridium gereinigt habe. Veredelt habe. Also in diesem Raum warst du. Da kommt man ja eigentlich auch hin wegen der Mission. Also ist eigentlich wirklich strange. Weil sonst gibt es ja eigentlich keine geheimen Bereiche. Es gibt natürlich hier noch den Ausgang, also nach Dalminator. Kann man ja hier zurücklaufen und dann über das Bahngleis. Aber mehr Raum, glaube ich, gibt es nicht hier. Jetzt, wo du sagst, habe ich, glaube ich, die Quest mit der Lore nicht gemacht, McGeige. Ah! Ja, dann muss es wahrscheinlich die sein, weil die führt ja auch direkt. Ja, sieht man ja eigentlich gerade. Ja, die führt unten durch. Ja, voll, dann muss es das sein. Ja, sonst, wenn es dann trotzdem nicht geht, ist es wirklich strange. Ja, kann ich dir jetzt nicht gerade explizit weiterhelfen, halt nur diese Tipps. So, Leute, ich glaube, ich gehe jetzt mal in die Pause. So, und für die Leute, die dann später nicht mehr da sind, vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank für den Support. Ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag, Abend, Morgen, Mittag. Wenn ihr das Video dann noch auf YouTube anseht, ich wäre jeden Tag auf, um 2 Uhr nachmittags frühestens, variiert immer ein bisschen, wäre ich hier live. Sonst, wenn es Verspätungen gibt oder Ausfälle, würde ich das bei Instagram. Mein Mund will nicht mehr mitmachen. Bei Instagram würde ich es dann immer in die Story posten, falls es Verspätung gibt oder halt Ausfälle. Ist auch alles verlinkt, also findet man eigentlich gut. Hau rein, ey, Lana, bye bye. Ja, Mann, bis gleich. Ey, Hammer, bis gleich. Instagram. Ja, es ist wieder super. Ey, immer wenn man irgendwas reden will und dann macht die Zunge nicht mit oder ist komplett plötzlich betäubt. Total Schaden, Dreamers. X has crashed. Okay, Leute. Bis gleich. Bye, bye. Und jetzt wieder wegen Insider. Ultra! Bye, Leute!